Hallo, Gustav. Hallo, Chef. Komm, ich nehme dich in meinem Wagen mit. Oh, übrigens habe ich versucht, dich gestern Abend zu erreichen. Du warst nicht zu Hause. Ist was passiert? Ja, Tonio ist krank geworden. Ach. Die alte Herzgeschichte. Na, du weißt schon. Schwer? Ich weiß nicht. Vor allen Dingen ist er nicht transportfähig. Seine Frau hat mich gestern Abend aus Milano angerufen. Sie konnte nicht lange sprechen. Na, dann ist er wenigstens bei den Seinen. Ich habe ihm neulich doch noch gesagt, er soll mal wieder nach Hause fahren. Ja, und nun? Ja, und nun? Nun liegt er da unten im Krankenhaus. Können wir was für ihn tun? Na, vor allen Dingen braucht er Ruhe und nochmals Ruhe. Ja, natürlich. Ach, er hat mir die Schlüssel von seinem Espresso geschickt. Einer von uns soll ab und zu mal nachgucken, ob der Laden noch steht. Ja, das ist ja selbstverständlich. Wissen es die anderen schon? Nein, du bist der Erste. Ich habe dich ja versucht, gestern Abend telefonisch zu erreichen, aber du warst ja nicht da. Tja, schließlich bin ich ja noch ein bisschen verlobt. Du, heute Abend trommeln wir die ganze Crew zusammen. Ja, das ist eine sehr gute Idee. Mensch, ist hier eine Luft. Mach doch mal ein Fenster auf. Ein Mief ist das hier, wie in einer Boxschule. Was hast du denn für eine Ahnung von einer Boxschule? Lass sie doch. Vielleicht ihre sportlichen Erfahrungen. Lass das, Kinder. Setzt euch lieber. Boxschule, Mensch. Richtiges Mottenhaus, ne? Ein anständiger Schluck ist ja wohl Essig, wa? Was Krupp in Essen ist, ist er in Trinken. Ich denke, wir genehmigen uns trotzdem eine Runde Pantherspucken, hä? Los, Ute, eine Flasche her, los. Otto. Das Geld kommt aber in die Kasse für Tonio. Na ja, klar, für Tonio. Was noch lange dauern wird mit Tonio? Du, Flip, du hast doch mit seiner Frau telefoniert, hm? Das kann ich mir schon vorstellen, du. Mamma mia, Tonio ist so krank. Malato in Milano. Ja, ich habe euch doch gesagt, dass ich heute am Telefon kaum was verstanden habe. Das ist sicher Italienisch. Und außerdem habe ich heute Nachmittag einen Arzt gesprochen. Der hat gesagt, also ein paar Wochen wird es wohl noch dauern. Ein paar Wochen? Ach. Ist Italien eigentlich in der Krankenkasse? Los, 2 Mark kriege ich. Das ist schon wieder für ein Quatsch. Das ist überhaupt kein Quatsch. Also da sieht man wieder, dass du kaufmännisch überhaupt nicht gebildet bist. Ich war nämlich mal in Sanremo, da musste ich mir einen Zahn behandeln lassen. Kinder, ich sage euch, der hätte eine 4-köpfige Familie mit Hund eine Mittelmeerreise machen können, ja. Ich war mal in Venedig. Und da komm, war genau auf das Gleiche. Euren Reiseberichten. Wir wissen ja, dass ihr alle weit in der Welt rumgekommen seid. 2 Mark. 2 Mark? Ja, natürlich. Wenn Tonio nicht da ist, muss ich kassieren. Du kannst rausgeben. So, los. Ich brauche auch Geld für 10 Danke. Zigaretten nachher. Na Mensch, der Ote, der schenkt aber ein. Otto. 2 Mark? Für geistig Minderjährige genügt's. Für geistig Minderbemittelte aber auch. Mhm. Hört mal zu. Ich habe eine Idee. So. Jeder von uns bekommt für eine Woche den Schlüssel in die Hand. Und dann muss er hier nachgucken, ob die Bude auch noch steht. Ach, das ist alles, was ihr für ihn tun wollt? Mensch, wir könnten ihn natürlich auch in Italien besuchen. Ja. Du hast vielleicht Ideen. Und wer darf der Glückliche sein? Na, ich dachte, dass wir alle vielleicht mal. Ja. Ha, du bist immer besser. Du hast wirklich gute Ideen. Trink doch noch mal einen Schluck. Vielleicht kriegst du dann noch bessere. Nee, nach Milano und zurück. Das sind 3000 Kilometer. Das sind 3 Tage Fahrzeit. Und dann haben wir Tonio noch nicht mal die Hand geschüttelt. Entschuldige vielmals, ich habe ja nur gedacht. Denken ist Glückssache. Eben. Habt ihr euch mal überlegt, was für ein Verlust es für Tonio ist, wenn der Laden die ganze Zeit geschlossen wird? Na klar, Vicky, das ist mächtig hart. Ganz zu schweigen von den Besuchern, die wegbleiben, wenn sie merken, dass die Tür hier verschlossen ist. Also ich bin wirklich stolz auf euch, dass ihr darauf gekommen seid. Aber wie man ihm wirklich helfen kann, das fällt euch wohl nicht ein, oder? Wie oft hat Tonio euch denn geholfen, als ihr in der Klemme wart? Hm? Na ja, ich habe immer öfter was gepumpt und ich schulde ihm noch ein bisschen, so ja, ungefähr. Ja, lassen wir es lieber, du. Na, du willst doch was sagen, Vicky, nicht? Ja, aber das liegt doch auf der Hand. Wir machen den Laden hier einfach wieder auf. Bravo! Das bisschen Schnaps verkaufen und ab und zu mal eine Schallplatte auflegen, weil das werden wir ja wohl noch können. Aber das ist doch Theorie. Ja, wieso denn Theorie? Ja. Weil wir alle einen Beruf haben. Natürlich. Ja, wir können doch nicht im Nebenberuf auch noch Espressionisten sein. Du hast ja völlig recht, Liebling, aber du hast wieder mal nicht vergessen. Ich habe Zeit. Wie du dir das wieder vorstellst, ganz einfach alles, nicht? Abrechnungen machen, Gäste bedienen, Einkauf regeln. Das muss man können. Du könntest mir ja auch ab und zu mal ein Stündchen helfen und dir frei nehmen. Jetzt, wo du Abteilungsleiter bist? Klar. Ein Abteilungsleiter hat genau wie jeder andere angestellt, in der Firma zu sein. Es war heute sehr schwierig, eine Stunde früher wegzukommen. Schwierigkeiten sind eben da, um überwunden zu werden. Bravo! Hör auf, Phrasen zu dreschen. Also ich sehe wirklich keinen einzigen ersichtlichen Grund, warum ihr mir nicht alle mal ein bisschen helfen könnt. Aber ihr sitzt ja sonst auch die ganze Zeit hier rum. Na ja, nach Feierabend könnten wir ja ruhig alle mal ein bisschen. Ja. Man beachte die Betonung auf ein bisschen. Naja, in der Not, da zeigen sich eben die wahren Freunde. Also ihr könnt sagen, was ihr wollt, ich mach den Laden wieder auf. Richtig. Aber ihr dürft Tonio nichts davon schreiben, sonst regt er sich Time nur out. Auf. Okay. Da regen wir uns lieber auf. Außerdem ist es eine schöne Überraschung, wenn er nach Hause kommt und sieht, dass der Laden hier wieder läuft. Ja. Lass mich das nur machen. Was sind denn das für Schallplatten? Warum liegen die denn auf dem Boden?
immer ein bisschen Ordnung in dich hineinbricht. Oh, sei doch vorsichtig, die habe ich gerade da hingelegt. Die muss ich doch noch aussortieren. Aussortieren? Was ist denn das Neues? Die muss ich mit ins Espresso nehmen, damit endlich mal eine Pfundsstimmung reinkommt. Ich habe immer schon zu Tonio gesagt, er soll doch mal einen duften Beat auflegen. Was hast du denn für einen neuen Tonio? Oh Mami, das habe ich dir doch schon tausendmal erklärt, aber ich werde es dir nochmal erklären. Tonio ist doch der Besitzer von unserem Beatschuppen, dem Espresso. Also das darf ich nicht im Golfclub erzählen. Aber es ist doch erst 2 Uhr, musst du jetzt schon dorthin? Ich muss jetzt schon dahin. Biggelein, solltest du nicht mal was Nützliches machen? Was nennst du denn nützlich, Mami? Kleine weiße Bälle in kleine grüne Löcher schlagen? Biggie, du und Gustav, ihr wollt doch heiraten. Und ihr habt noch keine Wohnung. Du hättest jetzt so schön Zeit, dich darum zu kümmern. Der arme Gustav sitzt den ganzen Tag im Büro. Ach, der arme Gustav. Ich habe auch schließlich meine Sprachkurse. Und außerdem stehe ich kurz vor dem Examen. So, das ist das Letzte. Soll ich denn nur noch Silber putzen? Silber? Wozu? Ja, das mache ich bei den anderen auch immer zum Schluss, nach dem Kaffee. Wir haben doch hier kein Silber. Mhm. Hauptsache, Sie haben Kaffee. Nein, tut mir leid, Frau Buchner. Na, denn nicht. Dann bin ich also fertig. Ja, dann sind Sie fertig. Wie lange darf ich denn aufschreiben? Wie lange? Ja, so lange Sie gebraucht haben. 4 Stunden. Sie sind doch erst vor 2 Stunden gekommen. Ja, An- und Abfahrt muss ich doch auch berechnen. Und die Pause. Was, die Pause muss ich auch bezahlen? Ja, das ist so, mein Fräulein. Das ist ein gewerblicher Betrieb, da lasse ich mir die Pause immer bezahlen. Ich bin doch mein eigener Unternehmer. Gut. So, Frau Buchner. Vielen Dank. Wiedersehen. Habe ich noch was vergessen? Bisschen was Flüssiges auf dem Weg. Also, bitte. Das ist nichts für unser einer. Ich brauche was Härteres, Rauchiges. Also gut. Das ist auch ein bisschen teurer. Ach, man weiß doch auch, was so ein Geschäft abwirft. Bitte. Hallo, Biggie. Wo soll ich mit dem Zeug hin? Ach, du, das wäre nett, wenn du die Flasche gleich da unten reinstellst. Nee, du. Oh, auspacken musst du schon alleine. Ich habe genug Zeit verloren, die Flaschen abzuholen. 4 Kartons habe ich noch draußen. Ich gehe sie ausladen und lass sie stehen. Ja, ist gut. Ich schau heute Abend vielleicht noch mal vorbei. Bis dann, grüß die anderen. Ja, bis gleich. Könnten Sie mir vielleicht... Nee, meine Bahn kommt ja gleich. Bis morgen, denn, Fräulein. Bis morgen. Oh. Oh, oh. Warte mal, wer hier ist. Gustav? Kurt? Seppi? Karl, Mensch! Ach, Karl, du bist es. Was machst du denn hier, hm? Ich brauch erstmal einen Schluck Zerbaum. Ja, also den Schluck kannst du auch von mir haben. Probier mal hier. Tonio ist doch krank und ich vertrete ihn so lange. Schon lange? Naja, seit einer Woche. Hier. Du als Wirtin, du kannst erstmal einen richtigen Schluck ausgeben. Ja. Ne? Sag mal, was trinke ich denn da? Ja, Wein, original ungarisch Pustervorher. Steht doch drauf. Wenn das hier Wein wäre, weißt du, dann müsste ich Meier heißen. Heiß ich nicht, heiß Karl, aber das ist ein Sirup. Ach was, das ist zwar ein bisschen süß, aber das wird sehr gerne getrunken. Und außerdem, 1,60 Mark ist ja sehr billig. Sag mal, dir geht's wohl nicht gut, hm? Wieso? Der Vertreter hat gesagt, es ist fast geschenkt und ich habe auch nicht viel draufgeschlagen. 1,60, du lieber Himmel, so viel ist doch nicht mal die ganze Flasche wert. Ach, das glaube ich dir nicht, du. Du hast ganz einfach keinen Geschmack, das ist... Nach dem Gesöff bestimmt nicht mehr. Wie viele Flaschen hast du noch davon? Für den Anfang 200, ich kann aber noch nachbestellen. Da bleibe ich lieber bei Pantherspucke. Wo ist denn die Bande? Die kommen immer erst abends, wenn sie überhaupt kommen, ne? Sag mal, hast du da noch einen für mich? Ja, gut, du. Aber den musst du bezahlen. Das versteht sich doch von selbst, Chefin. Du weißt du was, Biggie? Um ein Haar hätte ich die Doris genommen. Ja, und nun? Ja, und nun, nun habe ich mich mit Gardi verlobt. Hm? Was, die Gardi und du? Ach, das finde ich ja prima. Herzlichen Glückwunsch. Du sag mal, könntest du mir nicht ein bisschen helfen? Ja, gern, aber du vielleicht ein anderes Mal, hm? Und den Whisky, den schreibst du auf, bei Tonio hatte ich immer Kredit, hm?
Ihr solltet mal an euch denken. Was ist denn eigentlich mit eurer Hochzeit? Wenn ich daran denke, dass ihr noch keine Wohnung habt. Und Vater hat auch gestern gesagt, die Kinder sollten sich erst mal eine Wohnung suchen. Ja, das ist ja auch ganz richtig. Aber du solltest mehr an deine Sorgen denken, nicht so viel an meine. Ja, und was ist denn mit diesem Tonio? Ist der wieder gesund? Das kann Biggie doch allein gar nicht schaffen. Für Biggie ist es sehr gut, das Leben mal von der anderen Seite kennenzulernen. Ich muss gehen. Sag mal, Fräulein, hast du nicht mal einen anständigen Shanti da? Shanti? Ja, da muss ich erst mal nachschauen. Ja, das ist kein Schnaps, das ist ein Seemannslied, ist das. Ach so, warten Sie mal da, drücken Sie mal N3. Das ist, glaube ich, was. N3. N3. Na, was ist denn? N3. Und dann gib mir mal ein anständiges Bier, mein Lehrer, ne? Selbstverständlich. Mir auch eins. Ja. Nee, vom Fass. Flaschenbier haben wir auch an Bord. Ach so, Moment. Oh. Da muss ich erst ein Fass aufmachen. Dann machen Sie mal ein schönes, großes Fass auf. Ach, die haben es ja schon vorbereitet, Gott sei Dank. Oder wollen Sie doch lieber eine Flasche haben, ne? Nee, vom Fass. Ja, ist gut. Ja, mein Dirn, wenn du dich so dämlich anstellst, passt natürlich das ganze Bier in der Schnur. Du musst hier mit dem Schlauch, weißt du? So. Hallo, Biggie. Na, mein Schatz. Tag, ihr beiden. Wie geht's, Geschäft? Oh, danke. Ausgezeichnet, meine Herren. Na, ist ja ausgesprochen voll hier, nicht? Der Hauptansturm ist schon vorbei, wenn ihr auch erst so spät kommt. Kaum sind wir hier, kriegen wir unsere Vorwürfe. Sag mal, das riecht hier so nach Bier. Ja, Bier geht besonders gut bei mir. Du siehst richtig abgearbeitet aus. Ach, lass mal das. Das kriege ich schon wieder hin, du. Und wie geht's mit diesem anderen Zeug? Puster, Feuer oder wie das heißt? Die Leute haben sich dran gewöhnt. So. Wenn ich gewusst hätte, dass es hier so leer ist, hätte ich doch zu Hause noch ein bisschen arbeiten können. Also schau mal, das ist mein Herr Verlobter. Für mich alleine wagt er sich nicht mehr aus dem Haus, ne? Du, Biggie, das riecht hier aber wirklich nach Bier. Was ist denn das? Was Neues? Meine Errungenschaft. Air Condition. Air Condition, wozu brauchst du eine Klimaanlage? Das braucht man doch. Ich zeig's euch mal, da geht auch endlich dieser Bierdunst weg. Ihr werdet schon sehen, wie schnell das geht. Du brauchst doch bloß das Fenster aufzumachen, es kommt genug frische Luft herein. Wer sollte das bezahlen? Das lass nur meine Sorge sein. Ich führe doch hier das Geschäft, oder? Man muss eben immer investieren. Wenn der Gewinn nämlich zu hoch ist, dann nimmt alles das Finanzamt weg. Und woher weißt du das, mein kleines Klugscheißerchen? Das werde ich dir gleich zeigen. Da. Schau dir das an. Sag mal, kriege ich jetzt mein Bier oder muss ich mir das selber holen? Willst du nicht doch lieber ein Pusterfeuer haben? Um Gottes Willen, das ist so süß, das Zeug. Du, also ich kann dir kein Bier mehr geben. Ich versuch das nicht mehr. Gottes Willen, was ist denn hier passiert? Ja, das ist es eben, die Überschwemmung da. Da wollte nämlich eben schon einer ein Bier und ich habe das nicht mehr zugekriegt. Wieso ist es denn so schwierig, ein Bier einzuschenken? Ja, du hast gut reden, du. Ach, versuch doch mal. Hör auf. Ah! Oh, Gottes Willen. Na bitte, es geht doch ganz einfach. Ach, du bist aber auch immer so klug, mein Schatz. Falsch, um Gottes Willen. Moderne Geschäftsprinzipien und Erfolg. Biggie, du musst aufstehen. Oh, wie spät ist es denn? 12 Uhr durch. Was? Warum hast du mich denn nicht geweckt? Ich muss doch längst weg. Das ist schon zu spät. Oh, auf niemanden kann man sich verlassen. Aber Biggie, du musst doch endlich einmal ausschlafen. Du bist völlig überarbeitet. Ich will ja bloß, dass du mir ein bisschen hilfst. Das tue ich ja bereits. Ich räume dir ja deine Sachen auf. Mami, du, ich brauche etwas Geld. Und ich habe da nämlich... Ich geb's dir gleich. Nein, Mami.
Ich brauche etwas mehr. Wie viel denn? Ja, so 2000. Weißt du, ich habe da nämlich... Du hast deine Wohnung. Mami, ich weiß ja, dass es viel Geld ist, aber ich kann es dir ja mal wieder zurückgeben. Aber Biggilein, wenn es für eine Wohnung ist, ist es doch gut angelegt. Wo liegt sie? Ja. Mamilein, vielen, vielen Dank. Du, ich erzähl's dir später, ich hab's jetzt zu eilig, ja? Kann es auch ein Scheck sein. Aber klar, Hauptsache es ist Geld. Vielen, vielen Dank, Mami. Das ist ja wie in einer Hafenkneipe hier. Was sind denn das für Leute? Und wie benimmst du dich? Ich muss doch die Stimmung mitmachen hier. Ich kann doch meine Gäste nicht vor den Kopf stoßen, oder? Ich werde deine Gäste gleich ganz woanders hinstoßen. Oh, Karl und Gadi feiern doch ihre Verlobung hier und die sind nur dazugekommen. Ganz große Schaffe, tolle Schicht! Ein tolles Jünger, Du ziehst die völlig falschen Leute hier rein. Das ist doch nicht mehr unser Publikum. Dann kann ich auch kein Geld verdienen. Ich will nicht, dass du aus Tonius Kneipe eine Hafenkneipe machst. Was ich mache, ist für mich nicht. Also Feierabend jetzt. Für heute kommt. Jetzt gehen wir nach Hause. Hier ist deine Mitte. Fass mich nicht an. Also, komm mit, wir gehen in andere Kneipe jetzt. Los, wir gehen in andere Kneipe. Und ein bisschen plötzlich. Da ist die Tür, komm, schwört ab hier. Aber ein bisschen schnell, kommt und ihr auch. Mein Süppchen, ne? Komm, raus, keine Widerrede. Und du auch hier, raus. Raus jetzt. Das kannst du mit uns doch nicht machen, das ist doch vorverloren. Das geht nicht gegen dich, sondern ich will die loswerden. Jetzt haut ab. Okay, okay. Was hätte ich nie von dir getan? Komm, es gibt noch andere Kleider. Schlaf deinen zu Hause aus. Komm. Hey, was ist mit dir? Schlaf nicht ein. Raus, da ist die Tür. Kannst du mir sagen, was das sein soll? Und wie siehst du überhaupt aus? So, heute Abend bleibt der Laden zu und damit basta. Oh, ich lasse mir von dir überhaupt nichts vorschreiben. Ich führe den Laden, oder du? Ich brauche euch überhaupt nicht mehr. Jetzt, wo es so gut geht, soll ich den Laden zumachen. Ich kann das alles alleine machen. Hier, kannst doch sehen, was ich eingenommen habe. Pusterfeuer. Original Ungarisch, Pusterfeuer. Was hast du wieder hier reingeschrieben? Das gehört doch auf die andere Seite. Siehst du, ich kann doch machen, was ich will. Du, nie bist du mit mir zufrieden. Ist doch so egal. Hauptsache die Kohlen stimmen. One, two, three, wow! Was ihr gemacht für mich? Ja, ich bin wirklich gerührt. Ja, wir haben uns auch alle besonders viel Mühe gegeben. Ja. Besonders du, nicht? So, ich habe gehört, Biggie hat geschmissen, meine Damen. Und mit Erfolg. Oh, Kinder, habt ihr gehört, ich bin gelobt worden von meinem eigenen Verlobten. Da haben es mal getrieben. Das ist ja wohl auch cool mit solchen Anlässen. Ich habe noch ein paar Flaschen Pusterfeuer. Ich habe Pusterfeuer. Was ist Pusterfeuer? Pusterfeuer ist ein Wein, der sehr zu Kopf steigt. Ich war gar nicht Pusterfeuer, ja, hm? Na, den Pantherspucker! Ja! Ja! Jawohl! Bicki, Leid! Komm, lass sie, die haben eine Geschäftsbesprechung. Aber wo wollen wir doch bloß? Nein, ich weiß auch nicht, wie das gekommen ist. Na, Bicki, Leid? Was ist los? Hat dein Espresso ganz schön auf Vordermann gebracht, was? Hoffentlich, ich kann vertragen so viele Geld. Hey, Tonio. Apropos so viele Geld, ich schulde dir doch noch 150 Mark, ne? Si. Leih mir noch 50, dann sind es genau 200, okay? Was? Du brauchst immer noch so viele Geld? Na, si, komm. Mamma mia. Arrivederci. Hier ist euer Mokka. Danke, Biggie. Bitte. Du sag mal, krieg ich noch einen Cognac von dir?
Ja, aber nur, wenn du bezahlst. Ach, mach ich bei Tonio später. Ja. Ach nee, du, ich darf das nicht. Wenn Tonio nicht da ist, das traue ich mir nicht. Was. Ach, du darfst verlassen, dir bestimmt. Was, ja, so. Bitte. Gustav, was ist denn los? Ich wollte nur mal sehen, ob es stimmt. Was stimmt? Dass du völlig übergeschnappt bist. Was hat das alles zu bedeuten? Hat der dich fest engagiert? Oder probierst du hier für deine Stellung als Kellnerin? Ach, jetzt reg dich doch nicht so auf, Gustav. Tonio ist noch krank. Er muss sich noch schonen. Es wird allmählich Zeit, dass unser guter alter Tonio sich mal mit deinem zukünftigen Ehemann unterhält. Dass du es tust, das wage ich ja schon gar nicht mehr zu hoffen. Also wo ist dieser Italiano? Wenn du Pronto? Oh, Tonio, mir geht das allmählich jetzt über die Hutschnur. Ich weiß. Du haben einen Fehler. Du kommst zu früh. Wieso zu früh? Na, wir wollten dich überraschen. Das ist euch gelungen. Ach, Gustav. Seid doch vernünftig. Biggie und mir haben erzählt, ihr beiden wolltet heiraten, aber nix Wohnung. Vielleicht habe ich für euch, aber ich muss selber suchen und deshalb Biggie mich vertreten. Ja. Hat's denn jetzt schon geklappt, Tonio? Ich glaube, genau das Richtige für euch. Schöne Lage, wenig Miete und molto Platz. Baukostenzuschuss? Nix. Tonio machen alles. Hier Adresse. Oh, Moment. Ach, Tonio! Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Nix. Tonio etwas tun für euch, Vicky viel getan für Tonio. Ja, dann muss ich dir ausnahmsweise mal recht geben. Und nun noch ein Wort, raus und nichts mehr sehen für euch beiden. Danke, Tonio, komm, Gustav. Siehst du, hat die Autoreparatur doch was Gutes für sich. Können wir endlich mal wieder gemeinsam mit unserem lieben alten Schiff fahren. Ja, mein lieber kleiner Muffel. Und meine gute Tat hat jetzt auch Zinsen gebracht, nicht? So? Mhm. Du, wenn ich ganz ehrlich sein soll, ich hab dir das nicht zugetraut. Oh. Ich meine, die Führung des Lokals. Na, du, wenn ich ganz ehrlich sein soll, also... Na, was dann? Ach, das war viel schwieriger, als ich es mir vorgestellt hatte. Ja, das hab ich dir gleich gesagt. Es ist nicht so einfach, ein Lokal zu führen, Gläser mit Schnaps zu füllen und dann eine Platte aufzulegen. Gustav, ich muss dir was beichten. Na? Das mit dem guten Umsatz, das war geschwindelt. So? Ja, ja. Aber ich habe die Zahlen in den Büchern doch kontrolliert. Die Zahlen haben ja auch gestimmt, aber ich war mein bester Kunde. Aber so viel Pusterfeuer kannst du doch gar nicht getrunken haben. Ja, aber weggegossen. Das Zeug wollte doch niemand saufen. Und außerdem ist mir noch ein Fass Bier verloren gegangen. Oh, ich hätte es doch nicht sagen können, Gustav. Wie hätte ich denn da gestanden vor den anderen und vor dir? Na, und wie hast du die Verluste wieder wettgemacht? Hast du eine Bank überfallen oder was? Gott sei Dank hat meine Mutter mir ausgeholfen. Mit 2000 Mark. Ach, und wusste sie wofür? Ja, ich glaube, sie hat eher an einen Baukostenzuschuss gedacht. Ja, und weiter? Ach, als Tonio die Bücher gesehen hat, hat er sofort Bescheid gewusst. Ach, jetzt begreife ich den Baukostenzuschuss. Na eben. Und Tonio hat uns jetzt eine Wohnung besorgt, die mindestens 3000 Mark Baukostenzuschuss wert ist. Also dann haben wir doch immer noch 1000 Mark gespart, oder? Also, bin ich nun eine gute Geschäftsfrau oder bin ich keine? Du bist ein Finanzgenie.